Was geht, Jungs? Wir sind wieder zurück im Karrieremodus. Heute wieder mit einem Spieler. Und das ist einfach mal der Cousin von Erling Haaland. Ihr seht ihn hier auf jeden Fall schon mal. Den gibt es noch nicht offiziell im Spiel. Der spielt in der Jugend von Molde FK. Ist 17 Jahre alt und schießt auch da schon sehr, sehr viele Tore. Könnte also wirklich der nächste Haaland sein. Und wir gucken mal, ob das heute passiert. Ob wir besser werden als Erling Haaland. Wie weit die norwegische Nationalmannschaft kommt mit diesem Duo vorne drin. Tjaaland und Haaland. Ich werde ihn jetzt einfach die ganze Zeit den Cousin von Haaland nennen. Ich weiß nicht wirklich, wie der ausgesprochen wird und so weiter. Wir gehen hier auf jeden Fall in den Entwicklungsplan rein, machen direkt hier mal Knipser. Er hat natürlich hier das Potenzial, etwas Besonderes zu werden und wir schauen heute, ob das auch passiert. Wird er besser werden als sein Cousin, als der große Haaland? Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Lasst gerne eine Like da, falls euch sowas gefällt und ihr mehr von solchen Spielern sehen wollt. Schreibt gerne auch Spieler in die Kommentare, mit denen ich das mal machen soll. Und abonniert auf jeden Fall den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Aber jetzt gehen wir direkt zum Ende der Saison und gucken, was er in der ersten Saison hier so abreißt. Wir sind auch im Januar 2020. Da ist der Spielplan natürlich anders, deswegen springen wir jetzt direkt zum Dezember. Davor gucken wir uns noch kurz ein anderes Talent an. Das ist Julian Pedersen, auch aus Norwegen. Man kriegt ja mal in der Champions Edition ein richtig gutes Talent. Und das ist das jetzt hier. Den werden wir nebenbei auch noch verfolgen. Und natürlich auch den größeren Bruder, den Haaland. Okay, wir wären auf jeden Fall fast direkt Meister geworden. Beziehungsweise fast ist vielleicht falsch ausgedrückt. 20 Punkte natürlich nicht, aber Zweiter immerhin. Ist auch schon mal ganz gut. Aber das Wichtigste ist natürlich, wie der sich entwickelt und der ist direkt mal plus 6 gegangen. Gut, unter den Besten ist er natürlich hier noch nicht. Aber ja, plus 6. Statistiken, 8 Tore, eine Vorlage für die erste Saison. Ist das doch ganz gut. Der hat ja in der Jugend und so weiter bei 30 Spielen irgendwie 60 Tore oder sowas in die Richtung. Das kann man damit natürlich hier nicht vergleichen. Das Jugendtalent haben wir quasi einfach freigegeben, damit er sich woanders entwickeln kann und hier nicht die ganze Zeit auf der Bank sitzt. Ist auf eine 63 hochgegangen, also nur plus 2. Und bei Haaland hat sich auch noch nicht so viel getan. So, wir hatten gerade einfach mal 3 Monate Weihnachtspause, beziehungsweise nicht Weihnachtspause, sondern Winterpause natürlich. Jetzt sind wir aber wieder in der Liga hier am Start und wir springen direkt zum Ende wieder. Ich denke auch mal, das wird unsere letzte Saison hier. Wir sind auf jeden Fall hier drinnen in den Spieler des Monats Kandidaten. Das ist natürlich schon mal sehr, sehr gut. Da gucken wir gleich mal rein, ob wir den dann auch gewinnen. Okay, das tun wir leider nicht, aber es gibt eine gute andere Nachricht, würde ich sagen. Denn ich würde sagen, auch wenn wir jetzt nur die halbe Saison hier gespielt haben, wir packen uns jetzt auf jeden Fall auf die Transferliste. Denn in den anderen Ligen, zum Beispiel Bundesliga und so weiter, da fängt gleich erst die Saison an. Wir gucken uns davor nochmal die Statistik an. Da sehen wir auf jeden Fall 9 Tore und auch 5 Vorlagen. Also 5 Vorlagen ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Aber könnte auch quasi mehr Tore machen. Hätte ich nichts dagegen. Weniger Vorlagen, mehr Tore. Aber das hier ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr gutes Talent. Hat, glaube ich, 83 Potenzial. Den können wir vielleicht auch nochmal verfolgen, was so aus dem wird. Ja gut, der wird maximal ein 83er. Das können wir uns eigentlich schon denken. Okay, und jetzt können wir uns nochmal hier die Haaland und den Pedersen angucken. Denn jetzt sind die auf jeden Fall gestiegen. Der Pedersen auf eine 68. Haaland nochmal um 2 Punkte auf eine 89. So, und jetzt haben wir endlich ein Transferangebot. Ich glaube, ich bin jetzt einen Monat hier fast schon weitergegangen. Ja, 2.8. von Brighton, 15 Millionen. Da müssen wir uns, glaube ich, erstmal das Team angucken. Ich glaube, die werden noch bessere Stürmer haben. Beziehungsweise, ich bin mir ziemlich sicher. Deswegen werde ich das Angebot direkt ablehnen. So, Drittliga oder so, Bundesliga wäre, glaube ich, erstmal das Beste, damit wir auf jeden Fall halt spielen. Auch beim nächsten Angebot würden wir wahrscheinlich nur auf der Bank sitzen. Ich glaube, wir sind auch gerade nebenbei um einen Punkt gestiegen. Deswegen werden wir das auch ablehnen. Notfalls bleiben wir hier nochmal eine Saison, denn ihr seht schon, das Europa League Layout. Wir sind auf jeden Fall in der Qualifikation da drinne. Gucken wir mal, wie das hier ausgeht. Ja, Hinspiel einfach mal 3:0. Sehr, sehr gut. Transferangebote sind leider nicht reingekommen. Okay, und Salzburg wäre natürlich extrem interessant. Denn da war ja auch der Erling Haaland. Ich glaube, das muss ich machen. Ja, und das Ganze ist, wie wir sehen, hier rechts auch auf jeden Fall durchgegangen. Das heißt, wir wechseln jetzt den Club. Und auch Foden wechselt hier den Club. Wechselt zu Bayern München. Saul auch. Und Martial auch. Beide einfach mal zu Lazio Rom. Saul ist hier noch nicht bei Chelsea. Auch bitter, dass wir jetzt hier quasi nicht in der Europa League hier mitspielen. Das können wir aber wahrscheinlich bei Salzburg oder so auch machen. Und wir würden eh nicht weit kommen. Und bei Salzburg ist einfach, passt einfach perfekt. Wegen natürlich Erling Haaland, der ist da auch hingegangen. Genau, hier sind wir auch in der Europa League. Und auch in der Champions League anscheinend. Kein Plan, was der Vorstand sich dafür Ziele gesetzt hat. Und es passt wirklich perfekt, denn der andere Stürmer, beziehungsweise der bessere, ist hier auf der Bank mit 70. Aber wir sind auf jeden Fall, ja, richtig gut am
am Start. Memedi hier noch am Start mit 75. Das heißt, wir spielen auf jeden Fall Stamm. Das war ja das Wichtigste. Okay, da ist Kalajdzic noch am Start. Deswegen könnte es vielleicht ein bisschen eng werden noch. Aber spätestens nach ein paar Monaten spielen wir auf jeden Fall Stamm. Okay, mal schauen, was wir in dieser Liga jetzt in dieser Saison machen werden. So, wir sind jetzt auf jeden Fall im letzten Europa-League-Spiel der Gruppenphase. Ich habe die Ergebnisse davor schon gesehen. Bin sehr unsicher, ob wir auf jeden Fall hier weiterkommen können. Unser Spieler auf jeden Fall auf der 75. Gut, für ein paar Monate ist das relativ schwach für fast die Hälfte der Saison. Aber gut, gehen wir einfach mal schnell rein hier. Wir verlieren das Spiel und ich glaube, damit sind wir auf jeden Fall raus. In der Liga haben wir zumindest noch die Chance hier auf die Meisterschaft. Und in der Europa League haben wir es doch noch irgendwie geschafft, hier weiterzukommen. Die anderen beiden einfach 7 Punkte. Jetzt müssen wir natürlich gucken, was Molde FK macht. Ja, die sind rausgeflogen mit 0. Achso, das ist Malmö. Perfekt. Einfach mal Schweden und Norwegen vertauscht. Aber da ist das Gleiche. Molde hat zumindest 3 Punkte jetzt hier noch geholt, aber sind auch als Letzte rausgeflogen. Deswegen auf jeden Fall richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt. Und jetzt gucken wir mal, wie weit wir kommen. Okay, die nächste Runde ist auf jeden Fall gegen Berlin. Da gehe ich mal zum Rückspiel, beziehungsweise zeige euch das hier im Kalender. Okay, wir fliegen da aber leider raus. Schade. Wir haben es am Ende aber leider nicht geschafft, hier die Meisterschaft zu holen. Wir sind jetzt mittlerweile im Mai 2022. Wir gucken mal auf die Top-Torjäger. Da war Memedi auf jeden Fall am Start. Und noch ein anderer von uns. Das ist nicht so gut. Okay, wir sind auf eine 77 hochgegangen. Ich guck mal. Der ZOM hat hier auf jeden Fall noch Tore gemacht. Gut, der nimmt uns da auf jeden Fall die Position, denke ich mal, nicht weg. Oder hat er noch als Zweitpositionsstürmer? Ja, hat als Zweitpositionsstürmer. Perfekt. Gucken wir mal, ob das sich auf uns ausgewirkt hat. 7 Tore, eine Vorlage, 24 Spiele. Ja, wir haben nicht jedes Spiel gemacht. Das ist natürlich ein bisschen bitter hier. Wir sind aber jetzt besser als dieser Spieler hier. Das heißt, in der nächsten Saison werden wir auf jeden Fall spielen. Aber wer weiß, vielleicht spielen wir in der nächsten Saison gar nicht mehr hier. Haaland hat auf jeden Fall jetzt die 90er Gesamtstärke geknackt. Petersen ist natürlich irgendwie nicht mehr richtig hier im Scout-Bericht drin. Da wird es aber auch erst später ein bisschen interessant. Auch bei Fofana, ob der vielleicht mal in die Bundesliga oder sowas in die Richtung wechselt. Okay, wir haben aber auf jeden Fall unser Potenzial nicht verloren. 20 Jahre alt, 78er Gesamtstärke nochmal kurz gestiegen in den 2 Monaten hier. Wir setzen uns auf die Transferliste, nehmen aber nur Angebote an, wenn das wirklich zu 100% passt. Bei Moral hat er einfach mal 3-mal einen Daumen nach unten, ist trotzdem einfach glücklich. Okay, alles klar, muss ich nicht verstehen. Vertrag und so weiter könnte man theoretisch machen, aber ja, wir wollen ja gerade wechseln, deswegen macht das keinen Sinn. Das erste Angebot kommt von Bournemouth und ich würde sagen, egal ob die englische erste Liga spielen oder zweite Liga, 59 Millionen, wir werden das annehmen. Wir gehen in die englische Liga. Okay, und wir sind in der zweiten Liga, aber ist gar nicht schlimm, da machen wir auch mehr Spiele und so weiter und können uns auf jeden Fall noch besser ausbilden. Wir sind auch, glaube ich, hier der beste Stürmer. Ja, wir sind sogar der beste Stürmer. Wir werden, denke ich mal, trotzdem mit Doppelspitze spielen. So sieht die Mannschaft jetzt hier aus. Natürlich sind wir hier fast der beste Spieler. Okay, es gibt noch einen, der 80 hat und noch ein paar, die 79 hat. Aber wir werden uns, denke ich mal, darauf entwickeln in dieser Saison. 81 sollte auf jeden Fall drin sein. Aber damit das natürlich auch passiert, werden wir hier wieder in den Entwicklungsplan gehen. Abschluss schon auf 92. Machen wir hier einfach mal kompletter Stürmer für diese Saison. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir aufsteigen, wie viele Tore und Vorlagen wir machen und natürlich, was auch die anderen Spieler machen. Wir sind auf jeden Fall am Ende der Saison und wir haben es geschafft, als Erster hier aufzusteigen. 98 Punkte. Wir gucken mal, wie viele Tore haben wir gemacht. Wir haben insgesamt 80 Tore gemacht. Das ist doch schon mal sehr, sehr stark. Und 46 Spiele. Also da kann man ordentlich Entwicklung hier abgreifen, würde ich mal sagen. Und das hat er auch gemacht. Eine 82. Da musste ich erstmal zweimal hinschauen. Eine 82. Okay, ist auf jeden Fall jetzt der beste Spieler. Plus 4 nochmal gegangen. 21 Jahre alt. Und die Statistiken eskalieren einfach mal komplett. Ist das jetzt der große Cousin mäßig oder ist das jetzt der kleine Cousin? Ich bin mir gerade nicht sicher. 30 Saisontore, sehr stark. Also mehr kann man dazu nicht sagen. Genau das war der Move, den wir gebraucht haben. 30 Saisontore. Ich würde sagen, wir bleiben noch eine Saison hier. Zweite Liga wäre natürlich noch besser, wenn wir hier quasi bleiben würden, wenn es so weitergehen würde. Aber wir wollen nochmal Premier League spielen. Deswegen bleiben wir nochmal eine Saison hier bei diesem Club. Und gucken, ob wir da quasi in der Liga bleiben. Die beiden haben sich auf jeden Fall jetzt auf eine 77er Gesamtstärke entwickelt. Und Haaland ist fast bei seinem Potenzial angelangt. Hat ja 93 Potenzial. Das heißt, nur noch einen Punkt wird er steigen in dieser Karriere. Außer wir spielen irgendwann mit ihm zusammen, was wir auch machen könnten. Dann wird es aber natürlich nur so umso schwieriger, ihn zu überholen. Das wollen wir, denke ich, heute schon schaffen. Top-Torjäger sind wir leider nicht geworden. Da gab es noch einen, der noch mehr eskaliert ist. Er ist auf jeden Fall in Glanzform. Und ich habe eben gerade quasi das noch nicht gesehen, sondern einfach nur das Bournemouth-Logo.
dachte schon, okay, das ist doch ein bisschen zu früh. Der ist jetzt auf einer 85 natürlich schon sehr gut, aber Ballon d'Or, das ist natürlich nicht da. Ich gucke einfach nur, ob Haaland den hier gewinnt. Und ihr seht auf jeden Fall, in der Liga sind wir Achter, was richtig gut ist als Aufsteiger. Und falls ihr irgendwie hören solltet, dass jemand im Hintergrund rumschreit, ich bin mitten in der Stadt, deswegen wundert euch da nicht. Wir sind jetzt im Jahr 2024, haben die Liga leider mit 2 Niederlagen beendet. Aber auf dem 9. Platz würde ich sagen, ist schon relativ gut. Wir sind einfach auf eine 88 hochgegangen. Was geht denn hier ab? Okay, ich glaube, ihr wisst alle, dass es jetzt Zeit wird zu wechseln. Okay, und irgendwie ist der Wechsel schon automatisch vonstatten gegangen. Gut, dann wechseln wir halt zum FC Chelsea. Plus 5 nochmal gegangen. Jetzt kommen natürlich nur noch die ganz, ganz großen Clubs. Okay, der hatte hier eine Freigabesumme von 172 Millionen und hat natürlich jetzt schon einen Wert von 206 Millionen. Chelsea aber hier einfach mal nur Sechster geworden, spielen noch nicht mal international. Barcelona und Gladbach da in der Europa League. Also, ja, Chelsea maximal irgendwie in der Europa League. Das ist eigentlich jetzt nicht so nice. Ich glaube, da müssen wir dann im Winter nochmal wechseln. Gucken wir uns da vorne natürlich noch die Statistiken an. 15 Tore in der Premier League, auf jeden Fall stark, gab natürlich noch bessere, aber ja, das Rating sagt natürlich alles, plus 5 wieder, extrem stark, 20 Tore insgesamt, 3 Vorlagen, wir sind auf jeden Fall bereit für die Top-Clubs. Haaland hat auch eine Freigabesumme, aber ob die jemand bezahlt, das ist eine andere Frage, ist jetzt auf jeden Fall auf sein Potenzial angekommen, im Alter von 23. Der andere norwegische Superstar ist auf jeden Fall auf der 80 angekommen. Mal schauen, was die so in ein paar Jahren in der norwegischen Nationalmannschaft hier so zaubern können. So, wir sind auf jeden Fall jetzt bei Chelsea, sind eine Gesamtstärke besser als der Werner. Und wir haben jetzt auf jeden Fall ein Leihangebot von Barcelona und ich würde sagen, das nehmen wir auf jeden Fall mal an. Spanische Liga und Champions League. Die Mannschaft sieht auch auf jeden Fall interessant aus. Lautaro Martinez zum Beispiel, Lukaku, Lewandowski und natürlich jetzt den Cousin von Haaland. Also Stürmer haben wir auf jeden Fall genug und sonst sieht die Mannschaft auch ganz gut aus. So, und ich glaube, wir sollten jetzt mal auf ausgeglichen lassen, damit er auch ein paar Werte trainiert, die er bis jetzt noch gar nicht trainiert hat. Zum Beispiel Übersicht und so weiter. Und vielleicht knacken wir ja schon die 90er Gesamtstärke in dieser Saison. Und ich würde sagen, ab jetzt ist das Battle eröffnet. Jetzt gucken wir auch, ob Dortmund die Champions League gewinnt, beziehungsweise natürlich der große Cousin oder der kleine hier mit Barcelona. Okay, Ballon d'Or holt sich noch keiner von beiden. Der geht an Atletico Madrid bzw. an Joao Felix. Und wir sind momentan nur Vierter. Aber gut, warten wir erstmal die Saison ab, bevor wir weiterreden. Champions League sind wir, denke ich mal, im Achtelfinale. Ja, so ist es gegen Manchester City. Mal gucken, welcher Haaland hier auf jeden Fall weiterkommt. Okay, wir werden am Ende Dritter. Das ist natürlich jetzt nicht so extrem gut, aber immerhin nächste Saison Champions League. Hauptsache, wir haben uns entwickelt. Ich dachte schon, wir sind verletzt, aber das ist Martinez. Wir sind auf die 90er Gesamtstärke gegangen. Wir gucken jetzt mal kurz noch auf die Statistiken und danach, ob wir weitergekommen sind als der große Cousin. 34 Tore und 4 Vorlagen ist auf jeden Fall wieder sehr, sehr stark. Auf jeden Fall alle Spiele hier gemacht. Copa de España hier gewonnen. Das heißt nochmal ein kleiner Titel. Super Copa auch gewonnen, den Superpokal aber nicht gewonnen. So, jetzt geht's um die Champions League. Da sind die beiden Madrid-Clubs im Finale. Im Halbfinale ist auch kein Club von Barcelona oder Dortmund. Im Viertelfinale ist auch nicht Dortmund oder Barcelona. Ja, im Achtelfinale sind einfach mal beide rausgeflogen. Da müssen wir uns die Torjägerliste auch nicht unbedingt angucken. Also ich würde sagen, erstes Duell geht 0-0 aus. Er holt sich auf jeden Fall den Top-Torjäger hier in dieser Liga. Und wir sind noch nicht der beste Spieler hier bei Barcelona. Das wollen wir natürlich hier jetzt verhindern. Und wir wollen so langsam auch in die Richtung von dem großen Cousin kommen und den natürlich hier überholen. Bei Haaland tut sich natürlich jetzt nicht mehr so viel bei der Gesamtstärke. Nur noch das Alter geht bei ihm hoch und Verein wechseln ist auch extrem unrealistisch. Das Talent ist auf jeden Fall hochgegangen auf eine 83. Und wir waren bei der letzten EM, habe ich reingeguckt, waren wir irgendwie einfach nicht mit dabei. Haben wir uns anscheinend nicht richtig qualifiziert oder halt nicht qualifiziert. Wir versuchen es aber auf jeden Fall mal nächstes Jahr bei der WM. Ja, Battle, der große Cousin gegen den kleinen Cousin und irgendein anderer Fremder, der Joao Felix, gewinnt auf jeden Fall immer den Ballon d'Or. Wir sind aber auf jeden Fall hier Tabellenführer. Das macht dann natürlich nichts im direkten Duell mit dem anderen Haaland. Aber wir gucken mal. Kommen wir auf jeden Fall an ihn ran? Okay, 91er Gesamtstärke hier. Da brauchen wir auf jeden Fall noch 2 Gesamtstärken, beziehungsweise 3, um ihn dann auf jeden Fall zu übertreffen. So, wir machen jetzt mal Anspielstation, damit wir hier die 92 noch knacken in dieser Saison. Achtelfinalgegner ist Bayern. Wäre natürlich cooler gewesen, wenn das Dortmund wäre. Wir springen zum Ende und gucken, wo wir dann am Ende gelandet sind und natürlich auch, wo der andere, der große Cousin, gelandet ist. Die Meisterschaft verspielen wir auf jeden Fall noch. Das ist natürlich nicht so gut. Supercopa holen wir uns. Copa de España holen wir uns nicht. Superpokal waren wir diesmal gar nicht drin. Champions League ist das Finale zwischen Manchester City und Bayern München und dann wissen wir natürlich direkt schon, dass wir im Achtelfinale rausgeflogen sind. Ist nur die Frage, wie weit ist der große Cousin, wie weit ist Dortmund hier gekommen? Ins Halbfinale auf jeden Fall nicht, aber
ins Viertelfinale. Das heißt 1:0 für den großen Cousin. Wir haben uns aber auf jeden Fall in La Liga wieder den Top-Torjäger-Preis hier abgeräumt, beziehungsweise geholt. Das wäre dann schon mal richtigeres Deutsch. War das überhaupt wieder Deutsch? Kein Plan, ihr wisst schon, was ich meine. Und wir haben es geschafft. Wir haben die 93er Gesamtstärke erreicht. Damit haben wir Haaland jetzt eingeholt, den großen Cousin. Wir schauen mal, wo der gerade steht. Der wird natürlich noch bei 93 stehen. Der ist auch immer noch bei Dortmund. Das andere Talent hier auf 86 hochgegangen. Damit sind schon mal drei richtige Topspieler bei Norwegen. Und Ødegaard ist ja auch noch am Start. Deswegen sollte da was bei der WM eigentlich schon gehen können. So, wir gucken uns natürlich jetzt die Statistiken an. 33 Tore, 4 Vorlagen. In der Champions League aber nur 2 Tore. Gut, da sind wir auch noch ins Achtelfinale gekommen. Jetzt geht es natürlich zurück zu Chelsea. Ah, die sind hier schon wieder nur Fünfter geworden. Also wir wollen auf jeden Fall nächste Saison Champions League spielen. Deswegen werden wir uns da direkt auf die Transferliste setzen. Und wir stehen wieder hier zur Auswahl des Spielers des Monats. Und auch diesmal holen wir uns den Preis nicht. Luca Waldschmidt hat da irgendwie einen Krümel oder so auf dem Boden gefunden oder einen Cent. Wir sind jetzt einer der besten Spieler der Welt. Und so ein Spieler kann natürlich jetzt nicht nur in der Europa League rumdümpeln. Wir setzen uns hier auf die Transferliste. Ich bin sehr gespannt, was für Angebote reinkommen. Bei der WM fliegt Norwegen leider direkt in der Gruppenphase raus. Gegen Tschechien und Kamerun kann man sich hier quasi nicht durchsetzen, beziehungsweise hier in dem Fall gegen Tschechien. Nur 4 Tore geschossen, sehr, sehr bitter. Da bringen dann auch 2 Haaland-Cousins quasi nichts und auch der ZM und Ødegaard, irgendwie reicht das da nicht. Und wir bekommen ein Angebot von Manchester United. Natürlich hat der Vater von Erling Haaland bei City gespielt, aber ich glaube, das sollte jetzt nicht so das Riesenproblem sein. Da haben wir auf jeden Fall bessere Chancen, Titel zu holen. So, wir sind jetzt hier auf jeden Fall bei Manchester United und die haben auf jeden Fall eine starke Truppe. Sancho zum Beispiel hier am Start. Ich habe mal die Formation umgestellt auf 2 ZOMs. Mal schauen, ob das in der Simulation hier so funktioniert. Aber ja, Lucas Hernandez auch noch am Start. Richtig gute Mannschaft. Damit kann man auf jeden Fall Titel gewinnen. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir den großen Cousin jetzt hier wieder Champions League-mäßig einholen können. Dass wir da einmal weiterkommen als Achtelfinale. Okay, und den Ballon d'Or holt sich diesmal Ferran Torres. Das verstehe ich nicht so. Der hat eine 89, ist nicht mal richtig fester Stürmer hier. Also da könnte doch mal der Erling Haaland oder unser Spieler hier den Ballon d'Or gewinnen. Aber gut, unser Spieler ist hier momentan auf dem 4. Platz. Chelsea sogar noch vor uns. Ja gut, Manchester City ist halt auf dem 1. Platz, haben vielleicht auch die Champions League gewonnen. Das könnte auch natürlich daran liegen. Ihr seht es, wir sind immer noch auf der 93. Wir wollen in dieser Saison auf jeden Fall den Haaland knacken. Den großen Cousin, den müssen wir jetzt hier einfach überholen. Und es dauert auch nur noch 10 bis 3 Wochen. Wir machen das mal über die 10 Wochen, damit er ein paar Stats noch hochbekommt. Achtelfinale gegen den AC Mailand. Ihr wisst, wie es läuft. Wir werden aber diesmal direkt ins Achtelfinale springen, gucken, ob wir das überleben und so weiter und so fort. Rückspiel haben wir 1:0 gespielt. Ich weiß noch gar nicht, wie das Hinspiel ausgegangen ist. Das haben wir auch 1:0 gespielt. Das heißt, wir sind auf jeden Fall im Viertelfinale. Und im Viertelfinale treffen wir auf Monaco. Da simulieren wir auch mal ganz kurz durch. Ja, da gewinnen wir auch wieder beide Spiele. Wir sind im Halbfinale gegen Liverpool. Da simulieren wir erstmal quasi das erste Spiel. Das geht 2:1 aus. Okay, wir haben richtig gute Chancen, jetzt ins Finale zu kommen. Wir werden mal gucken, ob Dortmund ins Finale gekommen ist. Oh nein, Dortmund ist nicht ins Halbfinale gekommen. Das heißt, es steht wieder 1:1 zwischen Haaland und seinem Cousin. Dortmund ist hier gegen Bayern nach Elfmeterschießen rausgeflogen. Genk einfach mal hier im Viertelfinale. Ja, und wir wollen jetzt natürlich ins Finale. So, wir werden das jetzt hier schnell durchgehen. Wir spielen unentschieden, aber wir kommen ins Finale gegen City. Manchester United gegen Manchester City hier im Champions League Finale. Und wir haben es geschafft. Wir haben den großen Cousin Haaland eingeholt von der Gesamtstärke her. 94er sind wir jetzt. Wir gucken uns davor die Statistiken an. Da sind wir nicht der Top-Torjäger hier. Da sind wir hier nur auf dem 3. Platz. 18 Tore ist natürlich auch nicht ganz schlecht, aber da geht auf jeden Fall mehr. Haaland, wisst ihr ja, da passiert nicht mehr so viel. Aber bei dem ZM passiert was. Der hat nämlich den Club hier gewechselt, ist auf eine 88er Gesamtstärke hochgegangen. Ist also auch richtig heftig geworden hier mit 23 Jahren, 143 Millionen Marktwert. Sogar eine heftigere Freigabesumme als der Haaland. Die werden beide absolut nie gezogen. Wir sehen denn hier auf jeden Fall schon mal Endgame. Hier können wir einfach mal mit dem Schießen direkt ein Tor gemacht. Aber gut, wir gehen jetzt nochmal ins richtige Spiel rein. Aber da habt ihr ihn schon mal zum ersten Mal gesehen. Da seht ihr den Ballon d'Or-Sieger. Das werden die Haalands leider nicht mehr schaffen in diesem Video. Denn egal was nach diesem Spiel passiert, beziehungsweise beim Abpfiff passiert, das hier ist das Ende. Das sind jetzt hier noch die letzten Szenen. Denn wir haben auf jeden Fall das Ziel erreicht, würde ich sagen. Wir haben den großen Cousin übertroffen von der Gesamtstärke her. So sieht das auf jeden Fall aus. Wir sind hier der Kapitän vorne mit dabei. Und jetzt geht es natürlich um diesen Pokal. Wir wollen jetzt noch am Ende die Champions League Trophäe abräumen. Ja, es hat keiner von beiden es in die Top 5 geschafft von den Champions League Top Torjägern.
So, wir gehen rein. Da ist unser Spieler. So, und jetzt können wir den vielleicht ein erstes Mal schicken. Das sieht doch ganz gut aus. Wir kommen auf jeden Fall hier an den Ball, aber was können wir daraus machen? So, wir wollen natürlich ein bisschen eigensinnig hier am Start sein. Na gut, das bringt aber dann natürlich nichts. Wir wollen jetzt mit ihm natürlich unbedingt das Tor machen. Das wäre natürlich der perfekte Abschluss hier. Aber wir kassieren auf jeden Fall jetzt das Gegentor von City. Das ist auf jeden Fall bitter, aber wir geben noch nicht auf. Wir machen weiter. Wow, okay, der läuft einfach mal ein bisschen durch. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Vielleicht jetzt mal hier die Flanke. Okay, der kommt leider nicht durch. So, da ist er auf jeden Fall am Ball. Und jetzt einfach mal hier eine kleine Täuschung. Jetzt müssen wir den Ball mal reinbringen. Flanke und Vorlage gemacht. 1:1 Ausgleich. Sehr, sehr gute Vorlage auf jeden Fall hier. Der glänzt auf jeden Fall auch als Vorlagengeber. Oh, jetzt sind wir hier nochmal am Start. Jetzt können wir hier einfach mal durchlaufen. Jetzt haben wir die Chance, das Tor zu machen. Wir machen ihn aber nicht. Er macht ihn aber. Aber ist wie oft wollen wir eigentlich noch ins Abseits laufen heute? Oh, City auf jeden Fall fast mit dem 2:1. Aber jetzt können wir vielleicht hier mal den Konter schicken. Das sieht gut aus. Alleine vom Tor. Alleine vom Tor. Und er macht ihn. Zum 2:1. Let's go. Eine Vorlage und ein Tor im Champions League Finale. Mehr geht fast gar nicht. So, jetzt läuft Sancho. Und jetzt kriegen wir den Ball. Und der Ball kommt irgendwie durch. Okay, was war das für eine komische Situation? Oh, wir können den auch mal ein bisschen frech spielen. Aber jetzt gibt es einfach Elfmeter für Manchester City. Ja, das war auf jeden Fall ein bisschen blöd. Und Martinez macht den Elfmeter rein. Okay, wieder 2:2. Und es geht schon wieder Elfmeter. Das kann doch nicht sein. Man darf gar nicht mehr tackeln irgendwie. Der Grealish bleibt da auf jeden Fall irgendwie im Gras stecken. De Bruyne schießt diesmal und wir halten den. Wir halten den Elfmeter. Sehr, sehr wichtig. Man kann jetzt hier ein Champions League-Finale nicht verlieren, indem man 2 Elfmeter bekommt. So, und jetzt schicken wir nochmal. Ach gut, der geht leider nicht durch. Aber der vielleicht. Oh ja, der geht durch. Er ist alleine vom Tor. 86. Minute. Nein. Er geht aber rein. Was? 87. Minute. Und er macht den Siegtreffer. Hoffentlich. Ja, mehr kann man sich quasi bei so einer Spieler-Sprint to Glory oder Karrieresimulation nicht vorstellen. Dass der Spieler, den man hier gerade macht, 2 Tore im Champions League-Finale macht. Und wir haben es geschafft. Wir sind auf jeden Fall Champions League-Sieger. Und der kleine Cousin von Haaland ist auf jeden Fall vor allem Champions League-Sieger hier. Was für ein Finale. Was für eine Spielerkarriere. Wir haben auf jeden Fall mit einer 64er Gesamtstärke angefangen. Das ist normalerweise so ein gutes Talente-Rating. Das ging dann doch schon sehr, sehr schnell. Wir haben das Ganze ja auch mal mit Ethan Mbappé gemacht. Da haben wir dann zum Beispiel mit dem großen Bruder Mbappé zusammengespielt. Hier haben wir das so ein bisschen battlemäßig aufgezogen. Der kleine Cousin von Haaland ist heute der Große. Lässt sich in-game auf jeden Fall auch gut spielen, muss man sagen. Richtig gute Werte. Würde sagen, das war eine richtig coole Spielersimulation. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und falls ihr es noch nicht getan habt und keine Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall auch den Kanal. Für mehr von solchen Videos könnt ihr auch gerne jetzt einfach Erdinho bei YouTube eingeben, beziehungsweise einfach hier auf dem Kanal vorbeischauen. Wie gesagt, von solchen Videos haben wir noch ganz viele auf dem Kanal. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Soll ich vielleicht die Gesamtstärke nächstes Mal runter machen? Oder was soll ich noch verändern? Welche Spieler soll ich noch machen? Schreibt mir das gerne in die Kommentare und wir sehen uns natürlich dann beim nächsten Video. Ciao!